Ja, wir kommen als Erste zur Bekleidung. Ich fange ganz oben an beim Kopf. Ich verwende immer eine Kappe, ist ein super Sonnenschutz. Und wenn einmal der Wind geht oder so, schützt er auch ein bisschen vor Kälte. Als Zweites habe ich immer ein Buff bei mir. Kann man zusätzlich als Haube verwenden oder als Halsschutz. Ist immer im Trailrucksack dabei. Mein persönlicher Tipp, Handschuhe. Aber nicht, weil es so kalt ist im Sommer, sondern ich verwende Handschuhe immer zum Runterlaufen am Berg. Ich wohne in Werfenweng, da ist sehr viel Kalkgestein. Arme stolpern, das passiert ganz schnell und dann hat man offene Hände und die Handschuhe schützen einfach ideal davor. Und natürlich, falls doch einmal das schlechte Wetter kommt und man kalte Finger hat, kann man die Handschuhe immer gut verwenden. Die Jacke ist immer am Mann oder an der Frau. Es kommt darauf an, natürlich im Sommer, wenn es super warm ist, verwende ich nur eine Windjacke. Wenn aber so ein bisschen Regenschau angesagt ist, nehme ich natürlich eine Dreilagenjacke, eine Regenjacke mit, die mich auch vor Nässe schützt und nicht nur vor Wind. Es ist sehr wichtig, dass die Jacke anliegend ist, dass sie nicht herumflattert. Manche bevorzugen eine Jacke ohne Kapuze. Ich habe immer ganz gerne eine Kapuze dabei, weil wenn es wirklich einmal kalt wird, man verliert 30% jetzt von der Wärme über den Kopf. Das heißt, die Kapuze ist dann der ideale Schutz, speziell wenn es dann ein bisschen kälter wird. Jetzt kommen wir zur untersten Schicht bei der Bekleidung. Ich verwende immer gerne ein normales Shirt, also schon ein Funktionsshirt natürlich. Und ein normales Shirt verstehe ich mit Ärmeln, schützt vor der Sonne, vor der Kälte und speziell wenn man einen Trailrucksack verwendet, reibt es da in den Achseln keinen auf. Die Hose ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die nicht reibt oder nicht scheuert. Darum verwende ich immer ganz gerne eine Two-in-One-Short, sagt man da dazu. Also das heißt eine enge Innenhose und eine Außenhose drüber. Da hat man wieder einen super Sonnenschutz und wie schon gesagt, es reibt einen nicht auf. Zusätzlich zur Hose gibt es zum Sorgen. Ist ganz praktisch, wenn man vorne eine große Tasche hat fürs Handy oder vielleicht sogar für einen Softflask. Wenn man immer mal ohne Rucksack laufen geht, kann man da super einen Müsliriegel, einen Softflask einstecken. Und auf der Seite habe ich da auch noch die Möglichkeiten, dass ich jetzt einen Autoschlüssel einstecke. Da habe ich eine Reißverschlusstasche oder ein Gel, was man halt einfach gerne mitnimmt.